Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen hier zu FIFA 20 Mobile. So wie ich es verstanden habe und so wie ich es unten in den Kommentaren gelesen habe gestern in der gestrigen Folge, das Football Threes Event, also EA hat doch nicht Weihnachten vergessen, aber EA hat den Dezember ein bisschen verschlafen. So können wir es ja sagen, Leute, ne? Hashtag EA hat den Dezember verschlafen. Das Football Threes Event kommt, so wie es aktuell aussieht, am 2. Advent. Das heißt, das ist der Datum, das ist der 8.12. 8 Tage später, so wie, also letztes Jahr gab es, glaube ich, das Football Threes Event schon Ende November irgendwann. Also so spät wie es dieses Jahr. Ich erwarte einiges vom Football Threes Event, muss man ja mal sagen, ne? Und des Weiteren auch ein fettes Dankeschön an euch. Die 500 Däumchen, die haben wir mal gestern easy peasy gepackt auf die gestrige Folge. Dafür geht natürlich ein Kuss raus an euch. Ist ja mal ganz klare Sache. Und dafür habt ihr euch auch am Wochenende, ja, mindestens 4 Videos verdient. Also 2x die 20 Uhr Folge am Samstag und am Sonntag, würde ich sagen. Und PES Mobile, würde ich auch sagen, oder? PES Mobile, habt ihr Lust drauf, dass am Wochenende 2 Folgen kommen? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Und ich habe ja gesagt, wenn wir die Däumchen packen, haue ich hier heute dieses eine, also auf jeden Fall dieses Elite-Pack hier raus. Und die Gruppenpunkte, die sind ja eh uninteressant, sage ich mal, ne? Da haben wir ja auch nichts von, wenn ich jetzt hier Gruppenpunkte kaufe, obwohl ich die eigentlich auch, ja, könnte ich kaufen jetzt mit euch gemeinsam, aber es ist ja, wisst ihr, da sind halt Gruppenpunkte drin und da sind keine Spieler drin, also die Überraschung, man weiß halt, was man in diesem Pack bekommt. Und in diesem Pack weiß man halt nicht genau, was man bekommt, natürlich wäre so ein Pizzi 89 oder ein Vinicius Junior 88er hier. Ich kann den mal im Vorfeld nachgucken, ein Vinicius Junior, wenn ich den ziehen sollte, ups, nicht Freundesliste. Ich wollte nicht in die Freundesliste, ich wollte auf den Markt, hier. Da bin ich mal echt gespannt. Vinicius Junior, ich schreibe nur Win und 88 und dann sollte er eigentlich angezeigt werden. Volland. Okay, dann stelle ich Brasilien noch dazu mit ein. Sicherlich haben noch einige nicht dieses Pack geöffnet, oder? Oh, guckt euch mal an. Alter, der kostet 10 Millionen. Leute, 10 Millionen für einen Vinicius Junior. Holy moly, ich brauch den. Hoho, yippie. Alter, stellt euch mal vor, ich bekomme den jetzt, Leute. Stellt euch mal vor, ich ziehe den jetzt in diesem Pack. Das wird mega geil. 10,99 für einen D. Thomas. Nein, danke. Ich öffne dieses Dreifach-Elite-Spieler-Pack. Und ich hoffe, EA gönnt. Es lädt. Ich hoffe, es stürzt hier nicht ab. Das wäre richtig belastend, wenn ich jetzt aus FIFA Mobile rausgeschmissen würde. Jawohl. Leute, ich bin so gespannt auf dieses Pack. Ich bin so gespannt. Es kann nur Müll drin sein. Oder es kann richtig scheppern. Mit einem Vinicius Junior. Stellt euch mal vor, wir ziehen den jetzt. Einfach 10 Millionen reicher. Einfach 10 Millionen Münzen reicher. Weil man braucht halt Pack Luck. Und ich hoffe, dass ich Pack Luck am Start habe. Erstmal 2000 VIP-Punkte. Nehme ich natürlich auch dankend an. Und der erste Elite-Spieler ist Joachim Mehle. Ach du Heilige. Ja, es ist der erste Elite-Spieler. Ich hoffe, da kommen 2 bessere. Weil Rechtsaußenverteidiger spielt kaum jemand. Also ich kenne niemanden, der irgendwie freiwillig eine Fünferkette spielt. Und dann ist es auch noch einer von Genk aus der dänischen Liga, aus der Pro League. Holy moly. Okay, den ersten Spieler müssen wir abhaken. Zweiter Spieler. Krychowiak, okay, das wird schon besser. 85, Grzegorz Krychowiak aus Polen. Auch wenn die Liga natürlich wieder nicht so leckerschmecker ist aus Russland. Obwohl, ich glaube, es gibt viele russische FIFA Mobile-Spieler. Das muss man auch damit zu sagen. Und Lokomotiv Moskau, ja. Schauen wir mal, ich gucke den gleich im Nachhinein nach. Aber jetzt hoffe ich, dass Vinicius Junior kommt. Und das ist Abraham. Haha, Abraham 89. Ich glaube, einer der besten sogar. Alter, Abraham. Guckt euch diese Karte an. Ich hoffe, der ist jetzt genauso viel wert wie Vinicius Junior. Aber wir ziehen auf jeden Fall. Wir haben einen 89er gezogen, Leute. Höher kann man in diesem Pack nichts bekommen. Und der muss doch genauso viel wie ein Vinicius Junior wert sein. Hoffentlich, Abraham. Komm, gönn, Leute. Stellt euch das vor, Mann. Stellt euch das vor. Zack. Und bam. Nein, 89. Komm, bitte. 6 Millionen. Ach, belastend. Aber Leute, es sind 6 Millionen.
6 Millionen haben oder nicht haben. Ich verkaufe den direkt. Klar, ein Vinicius Junior wäre eigentlich noch geiler gewesen, weil er halt noch mehr Münzen bringt. Aber ich hätte gedacht, dass ich hätte Abraham mindestens so auf 8 Millionen geschätzt. Dass der jetzt nur 6 bringt, ist natürlich auch geil. 6 Millionen, dass ich jetzt... Leute, wir sind morgen in der 20-Uhr-Folge sicherlich um 6 Millionen Münzen reicher. Mal gucken, was für ein Preis bei Krychowiak angezeigt wird. 600.000, ja, also könnte auch nochmal eine Million wert sein. Weil die Preise, die ja da immer angezeigt werden, sind ja eh Schmutz. Krychowiak, wie schreibt man den? Ach du Heilige, ich weiß es nicht. So, 85. Okay, so schreibt man den wirklich. 1,8, okay, ich stelle mal 1,3 war da. Ich stelle mal hier 1,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 
Köpfchen, hey, Köpfchen, ho, la 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 la, 4 zu 2, oh, Leben, komm, ja, ja, mit Glück, mit Glück, mit Glück, mit Glück und an den Pfosten. Leute, das war dieses komplett andere Glückstor. Alter, 6 zu 3, Serge Gnabry. Freistoß, ey, ich kann sogar gegen diesen Gegner gewinnen. Gegen einen 103er Gegner mit 170 Chemistry. Noch ist hier nichts vorbei, ich weiß. Aber 8 zu 5, das sieht schon nochmal eine tolle Chance. Wenn ich diese reinmache, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und ich setze sie und ich mache sie rein. Und das ist das 9 zu 6 und das ist ein GG an diesen Gegner. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir dieses Spiel gewinnen. Aber umso besser, dass wir es jetzt hier wirklich gewinnen, Leute. 9 zu 6 gewinne ich das Spiel am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war eine richtig erfolgreiche und geile Folge mit einem geilen Pack. Mit geilen Versus-Angriffsspielen hier am Ende. Und nochmal ein spannendes Spiel hier am Ende. Ich bin raus. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 20 Uhr. Ich bin raus und tschüssikowski.